So, da bin ich wieder. Ja, ich hatte irgendwie die ganze Zeit Aufnahmeprobleme. Es ist so, ihr seht, ich habe die Mission fürs Schwert nicht vollständig hinbekommen. Ich muss auch zugeben, es war wirklich struggling für mich teilweise. Also es war echt schwer. Es ist nicht extrem schwer, es ist machbar, aber ich muss mir halt die Frage stellen, willst du das jetzt für die Session machen oder willst du das später alleine machen? Und dementsprechend, ich würde gerne in Schloss Hyrule langsam und mal gucken, was da noch so kommt. Von daher, ich habe uns ein bisschen ausgerüstet. Pfeile. Ja. Das hatte ich noch so ein bisschen gekauft und ich habe jede Menge Essen dabei, was wir jetzt auch kochen sollten. Wir müssen ein paar Sachen in die Hände nehmen, natürlich. Mal gerade gucken. Zitterkraut, Glutkraut, eine Spurtkarotte. Ah ja, herzlichen Glückwunsch. Warte mal. Das ist in die Hand nehmen. Ah, ist hinzufügen. Okay. Ich mich irgendwie gerade anscheinend verklickt. Dann war das da. Dann war das da. Schmeißen wir erstmal das rein. Mal gucken, was davon kommt. Oh, das riecht doch gut. Volle Heilung. Gerade mit diesen Duria-Dinger. Und ein Fleisch. Reicht das? No. Mit Hyliakraut ist das aber gut. Oh, oh, nicht schlecht. Ja, dann machen wir als allererstes das hier. Können wir was dazu mischen? Sowas wie ein Schwertkarpfen. Okay, nein. Bringt's nicht. Es bringt nicht mal voll. Okay, dann würde ich bei dem Rezept erstmal bleiben. Ich glaube, das war's doch, ne? Ja, volle Heilung plus 4. Also, das ist schon stark. So. Passt. Klubs. Kann man das auch mit mehr machen? Okay, das bekommt plus 4 noch dazu. Ich wirf mal ein Ei rein. Keine Ahnung, was da passiert. Hopp. Oh, das ist super. Da reicht es ja dann nur. Ich werf mal Edelwild, Luxuswild einmal rein. Ja, wobei, Luxuswild würde ich vielleicht für was anderes verwenden. Reicht das vielleicht mit einem Stück Hühnchen? Kann mir auch gut vorstellen. Oh, sogar noch besser. Okay, krass. Ja, dann gib mir das da. Yes. Okay, also damit haben wir auch schon mal ordentlich, was wir verwenden können. Aber ich werde noch ein bisschen weiter kochen müssen, denke ich. Einfach nur, um gerüstet zu sein, wenn wir da jetzt hingehen. Eine große Maxi-Rübe, da könnten wir so ein Wild nehmen und einmal Hylia-Reis. Abfahrt. Volle Heilung plus 5. Schöne Fleischbällchen. Haben wir hier noch so Maxi-Rüben? Abfahrt. Frostwelle. Hylia-Barsch. Aber so ein Allerlei. Volle Heilung. Eine Palmfrucht. Eine Maxi-Rübe. Und Tabanta-Weizen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Maxi-Dampfobst. Sehr schön. Hier haben wir noch Maxi-Trüffel. Ah, die haben wir aber gut gesammelt, würde ich sagen, ne? Schön hier. Dann ist man mit Fleisch.
krass einfach. Ne? Also ich habe das Gefühl, man, wenn man die hier macht, reicht das fast schon. Tada! Maxi-Dampffleisch. Wir können natürlich noch ein bisschen mehr übertreiben, indem wir ein Maxi nehmen, ein Fleisch, ein Reis, noch eine Sportkarotte dazu, komm. Flups. Okay, gar nicht mal so viel diesmal. Dann machen wir wieder nicht so viel. Dann geben wir uns mit einem Stück Fleisch und Reis. Haben wir viele gesammelt, das ist ein guter Vorteil für uns. Yes. Was können wir noch machen? Zitterkraut. Und dann noch Trüffel dazu. Mal gucken, wie das schmecken wird. Oh ja. Sehr gut. Maxi-Fleischbällchen. Warte mal. Ne? Dann machen wir hier einmal zurücklegen. Ich mach's mal mit dem Kleinen. Mit einer Rübe und... Perfekt. Das ist sehr gut. Dann würde ich was fürs Kämpfen machen. Und mal mit dem Schwert... Und Schwertbarsch gibt's auch noch, ne? Schwertschnapper, komm. Keine Ahnung, was das wird. Oh ja. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Haben wir das hier? Zwei Bananen. Oh, so ein bisschen Honig drauf. Was könnte man zu Bananen noch dazu machen? Machen wir drei Schwertbananen, komm. Ja, Kraftkocht Obst. Wildbeere, Apfel, Palmfrucht und komm. Eine Frostmelone. Oh. Schwupp. Lässt sich Wüstenhitze aushalten. Okay. Hübsch. Hätte ich nicht erwartet. Oh, 5 Rüstlinge. Einfach mal so. Mal gucken, was es wird. Einfach nur ein Abwehrpilz. Okay. Dann machen wir mal ein bisschen was anderes. Ich nehme das. Dann nehme ich Pyliagras. Und so ein richtig schönes Stück Fleisch. Keine Ahnung, was das wird. Ja, ist doch schon mal was. Hier ist noch ein Rüstgras. Rüstling. Schön mit... Ja, mit... Gibt es einen Rüstbarsch? Rüstungsschnappe. Und so einem schönen Stück Wild. Komm. Keine Ahnung, was das wird. Ja. Abwehrgrillteller. Nehmen wir hier Spurtlotri. Fittling. Und zwei Spurtlinge, komm. Was wird das? Essen. Ja, mach du schneller. Haben wir auch ein bisschen was Leichtes. Ach, komm, Abfahrt. Und dazu gibt's Apfel. Tada! Maxi-Dampffleisch. Oh.
Ich überlege, ob ich noch das mache mit einem Ei. Und ja, ach komm. Und das mal so. Ja, das ist gut. Ich wollte mal was mit Rotzucker probieren. Banane. Also so. Machen wir das mal. Keine Ahnung, was das ist. Oh, Kraftkochobst, aber relativ schwach. Machen wir mal zwei Schleichlinge. Zwei Harrelpilze. Und ein Rotzucker. Keine Ahnung. Ich probier's doch nicht. Okay. Haben wir sowas bekommen. Nun, da haben wir eigentlich schon relativ viel. Na. Komm, nehmen wir noch Maxi-Trüffel rein. Ich habe keine Ahnung, ob das reichen wird. Also Essen haben wir relativ viel gerade. Okay, was ich noch machen wollte, ist tatsächlich zu der Quelle reisen. Da ist eine Quelle. Wobei, wir können die in Kakariko besuchen. So. Da können wir noch mal gucken, was wir upgraden können. Und dann gucken wir, dass wir langsam zu Ganon kommen. Ja, ich will halt gucken, was wir verbessern können. Vielleicht sowas wie Antikschutz oder so. Aber wir haben noch nicht alles für Antike, ne? Müssen irgendwann mal nochmal zum Akala-Institut eigentlich. Institut. Probieren wir es erstmal hier. Häschen. Schade. Der hinterlässt ja ein bisschen was. Klopp. Oh, 5. Ja. Moin. Noch eine Fee eingefangen. Na, schade. Hi. Nun. Ja. Würde ich gerne. Ach Mist. Hab mich verklickt, sorry. Ja, ich hab mich verklickt. Oh, moin. Nochmal. Ja. Was können wir denn verbessern? Okay, wir könnten den Beinschutz verbessern. Oh, die Antikrüstung. Die würde ich sehr gerne verbessern. Ja. Das war nicht schlecht. Danke. So. Und fertig. Dann gib mir doch das dann nochmal. So. Tada. Ja, bitte. Einen Moment, nee. Das Reckengewand könnten wir. Wobei, wir haben Prinzessinnen Enzian. Das geht immer. Yes. Dankeschön. Ja, Stufe 8 schon. Ja, ich weiß. Orni-Sachen könnten wir alle verbessern. Den Helm könnten wir verbessern. Können man eigentlich was anderes noch verbessern? Sora-Sachen. Kann man eigentlich diese
diese leichte Kleidung da auch verbessern. Da. Nee. Damenhose und so nicht. Boah, ich bin schon geneigt, die beiden Sachen zu verbessern. Was bräuchten wir denn noch für die andere Rüstung? Also Helm, okay. Hier brauchen wir ein Hinox-Herz. Ah, da fehlt uns die letzte Quelle. Während sie gerade mal kurz verbessert, gucke ich, wo ich die letzte Quelle herbekomme. Da. Ja, und Lopfert. So. Ich guck mal. Tada. Dankeschön. Ah, okay, gut. Die ist ziemlich weit versteckt. Da müssen wir nochmal in die Gerudo-Wüste. Das wäre. Gehe ich mal von aus, dass wir die brauchen. Also es gibt drei Dinge, die ich noch gerne hätte. Ich würde gerne nochmal gucken. Hier hinten. Erstmal zum Ackerlein-Institut. Wegen den Rest der Rüstung. Ja. Und dann gucken wir nach der letzten Feenquelle. Vielleicht können wir da wieder was verbessern. Ja, ansonsten ist halt sehr viel Farmen gerade. Und ich wollte noch einen Leuen töten. Ich glaube, so Sachen wie Leuen töten und so, boah, ich... Gucken wir mal, ob wir das machen. Vielleicht machen wir das jetzt. Oder? Wir sitzen aus. Wir brauchen Zahnräder und Reaktoren. Mist. Das Geld hätten wir. Okay, passt auf. Wir machen Folgendes. Ich gehe erstmal in die Gerudo-Wüste, hol mir die letzte Feenquelle. Damit das... gemacht ist. Habe ich eigentlich alle Feenquellen markiert? Ja. Die soll irgendwo hier hinten sein. Weiß der Geier. So. Wir haben ja noch das Sandrobbenrennen und so, ne? Ich glaube, man kann sich doch Sandrobben hier holen. War das nicht so? Auf jeden Fall, genau. Ich würde jetzt sagen, wir gucken, dass wir die letzte Feenquelle finden. Und das mit dem ich weiß nicht, wollen wir in die Arena und den Leuen töten? Da findet man ziemlich gute Sachen. Einfach mal probieren, ob wir es schaffen oder nicht. Ist halt so, steht auf einem anderen Blatt. Würde ich eigentlich sagen. Da hinten sind diese komischen Seerobben. Warte mal. Versuche mich mal ran zu schellerchen. Los geht's. Wer ist da hin? Arr. Das schaffst du. So. Ich hoffe nur, dass da hinten nichts ist, was uns töten kann. Also nicht sehr spontan töten kann. Na komm. Danke. Irgendwo hier hinten sollte es sein. Vielleicht noch ein bisschen weiter. Hier sind zu viele Gegner. Größtenfalls gucke ich gleich nochmal nach. Okay. Keine Ahnung, was da links ist.
Vielleicht gibt es hier noch irgendwas. Oh oh. Was ist das? Irgendwas Großes. Ein Mondsäbel, ich hab keinen Platz. Das da hinten, ha? Hey, Digi. Die da hinten haben wohl Party, ne? Alter, ist nicht dein Ernst. Na komm.